Hallo zusammen, da sind wir bei einem neuen Projekt und zwar habe ich Ghostwire Tokyo mir mal angeschaut und nachdem es leider bei einem Stream auf Twitch nicht so funktioniert hat, was die Qualität anging, die Streaming-Qualität, hier nochmal neu als Aufnahme und geteilter, nicht hier gleich 2 Stunden am Stück, wir schauen hier rein. Wer Japan liebt, der wird auch wahrscheinlich dieses Spiel mögen. Man sieht sehr viel von Tokio. Man hat die ganze Yokai, die Yokai-Legenden sind hier drin vertreten. Ich glaube auch ein paar Horrorfiguren, die man so kennt. Und dann, wir legen jetzt mal los. Geht's nicht. Ich muss mich beeilen, sonst verschwinde ich. Der vielleicht. Alles okay bei dir? Hey Mann, bleib lieber liegen. Wir rufen den Krankenwagen. Ja. Geht's ihm gut? Er sieht ziemlich übel hey. Aus. Ich hab hier null Empfang. Was für Hölle? Ist wohl doch nicht toll. Was zum... Aufwachen, Kleiner! Ich brauche einen Körper. Und zwar jetzt! Wer redet da? Scheiße. Du willst es mir also schwer machen, was? Wohl deutlicher werden. Solange ich hier drin bin, hältst du das schon aus. Und jetzt komm! Was zum... Irgendwas... Kommt da. Schnauze jetzt, Kleiner. Versteck dich, schnell! Na los, Bewegung! Das ist er. Wo steht es hin? Hört mich an.
bin eure Erlösung. Eure einzige Rettung. Eure Seelen sollen gereinigt werden. Den Grundstein der kommenden Welt legen. Ein passendes Gefäß wurde vorbereitet. Und harrt eurer Ankunft. Nun, versammelt euch. Ein nobles Ende erwartet euch. Auf dich zu wehren! Dein Körper gehört jetzt mir! Du bist sowieso schon tot, Kleiner! Wenn ich deinen Körper verlasse, bist du Trostwort. Aber das... Was soll ich bloß tun? Du hast keine Wahl, Kleiner! Gehorche! Nein, hör auf! Ich muss etwas Richtiges erledigen. Denkst du, mich interessieren deine Probleme? Wenn du deswegen rumheulen willst, such ich mir einen anderen Körper. Und dann ist es vorbei mit dir. Woher? Hier ist keiner mehr. Klugscheißer. Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist. Aber das ist mein Körper. Und über den bestimme ich. Okay, Großmaul. Dann eben auf die harte Tour. Für dich zu gehen. Verdammt! Wie du willst, Kleiner. Ich spiele mit. Fürs Erste. Aber denk dran. Dein Leben liegt in meinen Händen. Also geh mir nicht auf die Nerven, oder ich verzieh mich. Alles klar? Abmarsch! Kommandier mich nicht rum! So, jetzt Dumba. Damit kann ich arbeiten. Irgendwie so ein bisschen an Slenderman, oder? Du solltest klopfen. Schläge abzuholen. Nicht übel. Jetzt mach den Rest. So, die haben wir. Was war das denn? Dieses grüne Zeug, das muss ich einsammeln. Ohne mich hättest du keine Chance gegen diese Viecher gehabt. Sag mal, hattest du nicht irgendwas Wichtiges zu erledigen? Stimmt. Ich muss zu meiner Schwester. Da müssen wir hin. Ans andere Ende der Straße. Ich kann hier so einen Markierer setzen. Warst du auf dem Weg zu deiner Schwester, als du den Unfall hattest? Sorry, aber ich rede nicht mit Typen, die von mir Besitz ergreifen wollen. Wie du meinst. Was bist du überhaupt? Du zuerst. Dann erzähle ich's dir.
Mann, die Stadt sieht übel aus. Hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Nicht mehr Shibuya. Hier. Das. Materie von der anderen Seite. Manchmal sickert sie zu uns rüber. Probieren geht über Studieren. Hau drauf. Na, das Zeug können wir nämlich einsammeln. Davon kriegen wir auch diese grünen Dinger. Sieht aus, als könntest du ihre Energie absorbieren. Kristallisierter Äther ist das. Und den brauchen wir für das sogenannte ätherische Weben oder eben die Schlagangriffe. Für die Schlagangriffe brauchen wir nichts, aber für dieses Weben brauchen wir dieses grüne Zeug. Und damit können wir das auch einsammeln. Aber je dichter das dran ist, desto weniger brauchen wir halt dieses Schlagweben aufbrauchen. Also brauchen wir nicht verwenden. Ja. Zum Beispiel hier dieses Dreiradstück zerschlagen. Sie liegt im vierten Stock. Auch hier diesen komischen Automaten. Und jetzt kann man hier, kommt sofort zurück, aus dem Eingang strömt weißer Rauch, er könnte giftig sein. Hier liegen halt überall kleine Sachen rum, die können wir mitnehmen. Hier auch so eine kleine Tomomi, was passiert, hier ist nichts los. Die da? Sie sammeln Seelen ein, die von ihren Körpern getrennt wurden. Wozu? Um sie in die Unterwelt zu zerren oder sie zu verschlingen. Wer weiß. Für diese Seele kommt jede Rettung zu spät. Mal sehen. Warte mal. Noch haben diese Wesen uns nicht bemerkt. Bleib geduckt und schleich dich von hinten an. Gut so. Lass niemals deine Angst die Oberhand gewinnen. Klar. Mittlerweile kannst du schon richtig gut mit meiner Kraft umgehen. So, wir können uns jetzt mal anschauen hier, was wir... Ach, macht das schon von selbst. Können wir den auch... Jetzt gibt er uns noch vor, was wir nehmen sollen. Ja, also, schön. Pass auf. An solchen Orten wimmelt es nur so von diesen Wesen. Was sind sie? Wir nennen sie Besucher. Was auch immer du tust, nimm dich hier bloß in Acht. Keine Sorge, Mama, ich bin jetzt im Krankenhaus, alles wird gut. Naja, sieht nicht so danach aus, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an den zweiten Teil von... Na, jetzt komme ich nicht drauf. Ach, Little Nightmares. Da waren auch überall Sachen gewesen, die oben liegen. Da geht's nicht weiter. Und ich glaube, die Six, die hat ja auch ein... Wenn ich da den Trailer mir angeschaut habe und die Bilder, die es dazu so gibt im Netz, dann hat die einen kleinen Auftritt, die Six, mit ihrem gelben Regenmantel. Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Kann man mal hinstellen.
den Kern raus. Ja, wir sehen uns. Nicht schlecht. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt. Ja, das müssen wir mitnehmen. Das was ist da drin? Was zu essen. Man nimmt, was man kriegen kann. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Da ist was dran. Genau, damit können wir uns nämlich ein paar Lebenspunkte zurückholen. Auch wenn wir ja eigentlich tot sind. Pass auf. Sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisiertem Äther auf. Hier, zum Beispiel damit. Oder hier. Wollen wir nochmal eine Tüte essen. Vermisstensuche. So, den haben wir so. Und da ist noch dieses Mädel ohne Kopf. Noch eine rum. Und das ist auch eine. Jetzt ist die andere natürlich auf uns aufmerksam geworden. Ihr seht unten diese grüne Anzeige. Wenn die leer ist, dann können wir das nicht mehr machen. Diese Angriffe. Er lernt später noch neue Angriffe, weitere Angriffe. Ich habe ein mieses Gefühl. Was ist das? Da komme ich nicht rüber. Und da komme ich jetzt nicht rein. Oder? Doch. Von hier. Brief an Krankenhausdirektor. Als Ovada im Operationssaal im Sterben lag, murmelte er etwas über eine Frau, die er sehen könne. Dann sah ich sie auch selbst. Es war ein furchterregender Anblick. Sie war wie eine Art Schatten, der eine Maske trug. Bitte verriegeln Sie diesen OP. Seit dem Tag habe ich den Schatten noch oft gesehen und ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Der Raum muss verschlossen werden, bevor Patienten anfangen, darüber zu reden. So. Ah, nee, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich halt einmal so ein Ding aufgebraucht, so ein Schlagding. So. Immer wachsam bleiben. Gehen wir halt mal durch die Cafeteria. Was ist hier los? Pass auf, hier ist es gefährlich. Also mehr oder weniger wird hier auch der Weg vorgegeben, streckenweise, weil man eben an manchen Stellen nicht weiterkommt, wie eben mit diesen aufgestapelten Türen. Stühlen vor der Tür. Marie? Und versperrte Türen, aber das ist nicht immer der Fall. Schichtübergabeprotokoll. Patient, Zimmerverlegung, Beschwerde über Lärm aus Nachbarzimmer, niedriger Wasserdruck. Bruder hat Blumen geschickt, Vase benötigt. Beruhige dich. Hier ist nicht so, wie es scheint.
hast die andere Seite berührt und doch bist du am Leben und unversehrt. Es gibt wohl kaum eine bessere Beobachterin. Damit ist mein Plan perfekt. Rühr sie nicht an! Und wer bist du? Ein Mensch. Da ist noch jemand. Du! Unwissender Narr. Ich habe deinen Geist von seinen Ketten befreit. Doch noch immer klammerst du dich an einen Körper. So sieht's aus. Und jetzt krieg ich dich. Faszinierend. Ist es reine Willenskraft? Bedauerlicherweise muss das warten. Ich sagte, rühr sie nicht an! Sie ist drin. Hab keine Angst. Ich werde sie erlösen. Klar, wenn du hier liegen bleibst. Es sind 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Werde ich verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Mari. Und ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's nicht mehr. KK. Bitte hilf. Mari. Marvin.
Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier. Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst. Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin. Dreirad ist auch wieder da. Können wir uns nochmal die Dinger einsammeln hier. Und schon sind wir in Kapitel 2. Allerdings machen wir da erst beim nächsten Mal weiter. Schauen wir uns hier noch kurz den Anfang an. Sind die alle einfach ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Sieht so aus. Und wenn ihr Plan aufgeht, ist vermutlich auch die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten. Verfolgst du diesen Kerl schon lange? Ja. Hat mich aber nicht vor dem Tod bewahrt. Genug geredet. Wir müssen los.